Outlook, Kalender, Rechte und Freigabe. Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Ich bin eingebettet in einer Organisation mit 2.000–3.000 Mitgliedern und meine Organisation arbeitet mit Microsoft Exchange Server. Das heißt, meine Mails, meine Kontakte, meine Kalendereinträge, die werden zentral gesteuert und auch die Freigaben werden zentral über alle Mitarbeiter gesteuert. Also, da gibt es unglaubliche Möglichkeiten, hin und her die Rechte zu verteilen. Ich bin hier im Kalender, ich mache mal einen Rechtsklick und kann bei Eigenschaften nachschauen, welche Eigenschaften hat denn mein Kalender. Dasselbe findet man auch hier oben unter Freigabe, hier bei der Lupe. Wenn ich hier draufklicke, komme ich ebenfalls zu den Kalendereigenschaften. Hier bei Berechtigungen sehe ich, der Standard meines Kalenders ist, man sieht, ob ich frei bin und ob ich einen Termin gebucht habe und in dem Falle Zeit oder keine Zeit habe. Das ist standardmäßig bei allen 2.000–3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so eingerichtet. Ich könnte das hier ändern und ich sage, nein, ich will nicht, dass irgendjemand irgendwas sieht von meinem Kalender. Das müsste ich aber hier ändern, mit OK bestätigen und jetzt sehe niemand mehr irgendetwas. In einer Organisation macht es ja aber Sinn, dass man immerhin sieht, ob jemand besetzt ist oder nicht. Also ich stelle das hier wieder um und stelle es zurück, übernehmen und jetzt sehen alle wieder, ob ich einen Termin habe oder nicht. Wie sieht es denn aus für andere? Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, den Kalender all dieser Mitarbeiter bei mir anzuzeigen. Ich will mal nachsehen und ich gehe hier auf Pluskalender. Ich will einen freigegebenen Kalender öffnen. Ja, tatsächlich, ich kann eigentlich alle Kalender dieser 2.000–3.000 Personen öffnen. Es kommt dieses kleine Fenster hier. Ich schreibe den Namen dieser Person hinein. Das ist die Sommerhalder Sarah. Okay. Der ganze Kalender erscheint hier von Sarah Sommerhalder. Natürlich sehe ich nicht, was sie macht. Ich sehe nur, wann sie gebucht ist und wann ich allenfalls gut telefonieren kann. Vermutlich hier hat sie eine Lücke. Da wäre das möglich. Ich kann diesen Kalender hier unten bei freigegebene Kalender auch ein- und ausschalten und so immer schnell checken, ob da ein Termin möglich wäre oder nicht. Das heißt, alle anderen sehen auch bei meinem Kalender hier, ob ich einen Termin habe oder nicht. Nun will ich diese Rechte mal genauer anschauen. Ich mache wiederum hier einen Rechtsklick auf meinen Kalender, Eigenschaften, Berechtigungen und ich sehe, alle können sehen, dass ich einen Termin habe und ich will das nun noch genauer steuern. Wenn ich wähle freigebucht Zeit betreff Ort, ich mache das nun mal, ja, bestätigen, dann sehen Sie, was ich mache. Und wenn ich sage alle Details, dann sehen Sie unter Umständen auch noch Bemerkungen, die ich in diesem Termin notiert habe. Beim Schreiben, dürfen die anderen bei meinem Kalender Elemente erstellen? Ja, das heißt, Sie können einen Termin eintragen. Dürfen Sie meine eigenen, also meine Termine bearbeiten? Das heißt, Sie könnten die Beschreibung des Termins ändern oder alles bearbeiten. Das wäre natürlich volle Berechtigung für einen Mitarbeiter. Dann könnten Sie den Termin verschieben, sämtliche Details bearbeiten, hier. Und sicher müsste das hier von mir bestätigt werden. Wenn ich jetzt den Standard ändere, dann hätten wirklich alle 3.000 Mitglieder der Organisation all diese Rechte. Das wäre natürlich viel zu viel. Können Sie Elemente löschen? Im Moment nicht. Oder nur Ihre eigenen, die Sie bei mir in den Kalender geschrieben haben? Oder alle? Das wäre dann wirklich zu viel des Guten. Jetzt will ich ja einer Person eine Freigabe erteilen. Das heißt, ich kann hier eine Person hinzufügen. Ich suche die betreffende Person im Adressbuch, sage hinzufügen und OK. Und jetzt erscheint diese Person hier. Ich klicke auf diese Person und ich kann dieser Person wieder Rechte zuteilen. Sie darf zum Beispiel alles lesen, sie darf alles bearbeiten und sie hat die Rechte allenfalls auch alles zu löschen. Übernehmen und OK. Und ich kann das ja auch jederzeit wieder bearbeiten. Ich gehe diesmal auf diese Lupe hier und komme sofort zu den Kalendereigenschaften. Ich sehe hier wieder dieser
Dolusso Stefan, ich prüfe, ob die Rechte noch stimmen und könnte das nun jederzeit ändern. Hier hat man übrigens bereits Vorschläge, was Besitzer oder Bearbeiter oder Autoren dürfen. Das ändert einfach so die Standardrechte für solche Personen. Oder wenn ich dann selber hier etwas einstelle, dann steht hier eben Benutzer definiert. Das war's.